Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde hier auf diesem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen kleinen Podcast oder wie ich ihn nenne, einfach mal Formel 1 Cast und diesmal nicht bei dem Kanal der Formel 1 Talker, sondern hier auf Walizki LP. Und von daher, ja, würde ich mal sagen, das aktuelle Thema sind sicherlich die neuen Fahrzeuge. Und das soll auch Bestandteil hier des heutigen Casts sein. Und zwar ist ja vor einigen Tagen bereits ja der Williams schon rausgekommen. Da hat man schon mal das neue Modell gesehen, wie das aussehen könnte, wie das Fahrzeug an sich vielleicht in der Zukunft aussehen kann oder wie es auch wird. Und ja, jetzt hat auch heute, am heutigen 20.02.2017, hat Sauber das neue Fahrzeug präsentiert. Und man muss ganz ehrlich sagen, das Fahrzeug sieht wirklich klasse aus. Haben sich natürlich so einige Sachen auf jeden Fall geändert, das ist ganz klar. Und bei dem Sauber, da kann man es auch sehr, sehr gut sehen, was sich zum Beispiel auch wirklich verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Weil natürlich kennt man natürlich, zumindest die Formel 1-Fans wissen schon im Grunde, was sich verändert hat. Natürlich, wir haben größere Reifen, dickere Reifen, sage ich jetzt einfach mal, speziell die Hinterreifen, die sind riesig dieses Jahr. Und eine andere Begebenheit ist ja, dass das Fahrzeug ein Ticken breiter geworden ist und auch länger geworden ist. Allerdings hat sich natürlich das Design auch komplett verändert, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir haben die Haiflosse zurück. Ich weiß gar nicht mal, wann das letzte Jahr die Haiflosse gefahren worden ist. War das vielleicht 2010, 2009? Ich glaube, so in den Dreh rum, glaube ich, wurde diese Haiflosse, glaube ich, das letzte Mal verwendet. Ist auf jeden Fall schon wieder ein bisschen her. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, in welchem Jahr zumindest mit dieser Haiflosse gefahren worden ist. Auf jeden Fall ist sie back. Und was auch sofort wieder natürlich auffällt, ist auch diese Nase. Natürlich gibt es sehr, sehr viele extra Flügel mal wieder. Sieht man auch beim Sauber, dass es doch da sehr viel extra Sachen gibt. Aber im Grunde ist nicht mal das an sich jetzt die Neuheit, sondern eher, dass der Frontflügel gebogen ist. Man hat quasi ja vorne an der Nasenspitze ist er quasi auch am weitesten nach vorne. Und dann je weiter man nach außen geht, umso weiter quasi wird der Flügel nach hinten verlegt. Es sieht so ein bisschen fast so ein bisschen aus wie so ein Bogen, sag ich mal, von Pfeilen Bogen, sag ich mal, also so ein Bogen, so ungefähr kann man sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Design und ich bin mal auf jeden Fall gespannt, wie das überhaupt noch aussehen wird. Ihr könnt auch natürlich auch gerne mal unten einmal in die Kommentare reinschreiben, auf welches Auto freut ihr euch besonders jetzt in den nächsten Tagen, weil es kommen noch mehr Autos raus. Ich glaube, morgen kommt Toro Rosso, dann kommt Force India und dann kommen ja nach und nach fast jeden Tag neue Autos. Und ja, allerdings kommen wir jetzt natürlich mal wieder zurück zu den Sauber und natürlich dementsprechend, das spricht natürlich dann auch gleich für den Williams. Der Williams hat sich vom Design her, von der Darstellung her nicht wirklich geändert. Der Sauber dagegen schon ein bisschen, da man 25 Jahre Sauber hat, hat man sehr, sehr viel Gold noch mit reingebracht, quasi als Feier. Allerdings, was natürlich beim Fahrzeug auch sofort wieder auffällt, das ist natürlich auch der Fall beim Williams gewesen, ist dieser Seitenkasten. Er ist extrem, dieser Einlass ist extrem klein geworden, im Vergleich zum letzten Jahr auf jeden Fall. Das ist schon wieder eine kleine Besonderheit, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch sogar, dass sich die Aero-Box ein bisschen verändert hat oben. Ich glaube, da sind viele kleine extra Zulüftungen gekommen und das ist, glaube ich, die Aero-Box da oben ist, glaube ich, auch ein bisschen weiter jetzt hinten als noch zuvor. Und ja, ansonsten, was fällt auch noch auf, großartig wirklich an diesem Fahrzeug, was großartig auffällt, ist natürlich auch denn der Heckflügel. Und da muss man sagen, der Heckflügel ist auf jeden Fall tiefer gelegt worden, weil früher war es immer so, und auch theoretisch gesehen auch in den letzten Jahren, dass der Heckflügel eigentlich immer auf der Höhe der Aerobox war, quasi oben, der Lufteinlass meine ich damit natürlich. Und jetzt ist dieser Flügel tiefer und er ist noch weiter nach hinten gestreckt. Also es sieht alles, sag ich mal, aggressiver aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja persönlich Angst gehabt, als man gesagt haben, die Fahrzeuge werden wieder aussehen wie 70er und 80er, dass man da so hingehen will, weil ich bin ganz ehrlich kein Fan von den 70ern oder 80ern, allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, das neue Design der Fahrzeuge sieht hammergeil aus, kann man nicht anders sagen, und
Ich kann eigentlich sagen, ich freue mich wirklich tierisch auf die nächsten Fahrzeuge, die in den nächsten Tagen ja hoffentlich kommen werden und auch kommen, weil nächste Woche sind ja die ersten Testtage schon wieder. Nämlich in Barcelona, glaube ich, oder Jerez, weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Stegreif, wo überhaupt das nächste als nächstes hingeht. Auf jeden Fall, ja, das, was ich eben halt gerade auf den Sauber angesprochen habe, diese Änderung gibt es natürlich auch beim Williams. Der Williams. Natürlich, im Groben und Ganzen sind es genau dieselben Veränderungen. Jedes Team hat natürlich seine kleinen Feinheiten, wo man ein bisschen anders gearbeitet hat. Ihr findet auch im Internet auch sehr, sehr viele Seiten, wo ihr mal gerne den Sauber vom Jahre 2016 gegen den Sauber vom Jahre 2017 einfach mal hin und her tauschen könnt, zum Vergleichen, wie denn der Unterschied ist. Da sieht man das natürlich speziell auch besser, was sich da wirklich geändert hat. Da sieht man speziell auch das mit der Höhe, da sieht man das eben dann mit der Länge, mit der Nase, was sich da wirklich geändert hat. Und 2017, denke ich mal, wird ordentlich kommen. Interessant werden viele Fahrzeuge aussehen. Ich freue mich natürlich speziell auf den Ferrari und Red Bull, muss man auch sagen. Und ja, von daher, ihr könnt gerne mal natürlich gerne unten in diesen recht kurzen Formel 1 Cast, wie ich es sogar schön nenne, gerne mal eure Meinungen einmal unten reinschreiben. Wie findet ihr die neuen Fahrzeuge, die bis jetzt vorgestellt worden sind? Von welchem Fahrzeug versprecht ihr euch am meisten, was am geilsten vielleicht aussieht in den nächsten Tagen? Also ist es vielleicht für euch der Haas, ist es für euch der Ferrari, ist es für euch der McLaren? Worauf freut ihr euch am meisten, auf welches Fahrzeug? Und ja, ich verabschiede mich jetzt erstmal hier von euch an dieser Stelle von diesem recht kurzen Cast. Bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns wieder zu einem anderen Podcast. Welche Art auch immer. Und bis dahin, ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.